Hi, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Heute habe ich für euch 5 Tipps zu Cyberpunk 2077, zu Builds und Skills, wie ihr schnell an Eddies kommt, also Geld machen könnt, zu ein paar coolen Möglichkeiten im Spiel, die ihr vielleicht übersehen habt und vieles mehr. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile gespielt und das Spiel und Night City haben mich total in ihren Bann gezogen. Über meinen Eindruck habe ich schon in 2 extra Videos geredet, die sind jetzt hier und am Ende des Videos nochmal verlinkt. Wenn ihr wollt und das gut ankommt, kommt auch noch eine Menge mehr zu Cyberpunk auf meinem Kanal. Lasst also ein Abo da und drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Außerdem streame ich auch das und andere Games auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/thebadbeard. Schaut auch da gerne mal vorbei und lasst ein Follow da. Jetzt kommen wir aber zu den Tipps. Nummer 1, Builds und Skills. Das Ganze will ich jetzt erstmal für euch aufdröseln, bevor ich euch spezielle Tipps gebe, die ich für sehr nützlich befunden habe. Durch das Erfüllen von Missionen, durch das Erledigen von Gegnern bekommt ihr Level-Ups und ihr bekommt Street Cred. Street Cred öffnet euch neue Missionen, öffnet euch neue Optionen bei Händlern und Erfahrung levelt eure Skills auf. Das Skillsystem ist ein bisschen verschachtelt. Es gibt Attributspunkte, die öffnen euch mehr Möglichkeiten in den Skilltrees und geben euch Bonuseigenschaften. Zum Beispiel gibt euch Konstitution mehr Gesundheit und Ausdauer, mehr Schaden mit Fäusten und Nahkampfwaffen. Ihr könnt Gegner länger packen, wenn ihr euch angeschlichen habt. Und jeder Attributspunkt hat da so ein paar Kleinigkeiten, die sich mit jedem Punkt ein wenig verbessern. Auch geben euch Attribute wie Konstitution oder technische Fähigkeit oder Intelligenz neue Gesprächsoptionen oder die Option, bestimmte Türen oder Wege zu öffnen. Aber hauptsächlich öffnen sie euch neue Möglichkeiten in den Skilltrees. Die schaltet ihr mit Vorteilspunkten frei. Die bekommt ihr auch beim Levelaufstieg oder wenn ihr den entsprechenden Skill oder Skills aus der entsprechenden Kategorie anwendet. Zum Beispiel, wenn ihr Klingenwaffen benutzt, werdet ihr besser mit Klingenwaffen, levelt also da auf, wenn ihr schleicht, levelt ihr dort auf und so weiter. Grundlegende Erfahrungspunkte bekommt ihr auch, indem ihr einfach viele dieser verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften im Kampf einsetzt und darüber hinaus levelt ihr dann auch diese einzelnen Teileigenschaften auf. Die haben dann auch übrigens nochmal eine Art Perk-Level, das seht ihr dann, wenn ihr auf den einzelnen Skill draufklickt, der euch mit jedem Levelaufstieg einfach durch das Benutzen dieser jeweiligen Skills noch ein paar Bonus-Eigenschaften gibt. Also je nach dem, wie ihr spielt, wächst euer Charakter ständig. Tipps zu einzelnen super nützlichen Skills kommen später noch mehr, hier aber schon mal ein paar erste. Konstitution Athletik hat einen Packesel-Perk, der euch mehr Tragekapazität gibt. Den wollt ihr wahrscheinlich relativ früh schon haben. Außerdem solltet ihr die Coolness-Attribute nicht vergessen, denn wenn ihr actionlastig oder stealthy spielen wollt, gibt es für beides dort einen eigenen Tree. Kampfmaschine gibt euch einen stapelnden Buff, wenn ihr Gegner ausschaltet, der euch große Boni gibt, solange er aktiv ist. Ihr bewegt euch schneller, ihr seid stärker und widerstandsfähiger und all eure Ablenkzeiten für verschiedene Sachen, zum Beispiel Hacking, werden verbessert. Hier müsst ihr nicht alles nehmen, aber das ist eine super Möglichkeit, um andere Skilltrees, wie zum Beispiel Hacken, Schießen oder mit dem Katana rumlaufen, zu unterstützen, wenn man es actionlastiger mag. Auf der anderen Seite gibt es bei Coolness auch den Schleichtree, den ich jetzt nicht unbedingt für so nützlich halte, da es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie wir später sehen werden, ungesehen zu bleiben, ohne da Punkte rein zu investieren. Aber wenn ihr das wirklich machen wollt, könnt ihr hier auch quasi das Gegenteil von Kampfmaschine specken. Alles zu machen in diesen Skilltrees ist nicht möglich. Es gibt ein Level Cap, also überlegt euch im Voraus, wer euer Wie sein soll. Nummer 2, Geld machen. Einige der Sachen, über die ich nachher noch reden werde, werden euch eine Menge Eddies kosten. Und die sind gerade zu Anfang eine ziemlich knappe Ressource. Es gibt aber ein paar richtig gute Möglichkeiten, eine Menge davon zu machen. Zum einen, und das ist relativ selbsterklärend, solltet ihr natürlich immer alles Mögliche aufsammeln in den Missionen, dass ihr dann an diesen Stationen verkaufen könnt. Zum Beispiel Junk-Items können auch wertvoll sein, wenn da Schmuck oder so dabei war. Übrigens, Verbrauchsgegenstände werden da nicht als Junk verkauft, da müsst ihr dann extra in den Reiter reingehen und die dann alle einzeln verkaufen. Die machen sonst auch euer Inventar voll. Glücklicherweise wiegen die aber nichts, da kann aber auch nochmal ein paar tausend dann drin sein, die ihr schon mit euch rumschleppt, ohne es zu wissen. Auch könnt ihr natürlich die Waffen und alles, was ihr von den Gegnern aufgenommen habt, verkaufen für eine Menge Kohle. Lohnt sich aber auch, das zu zerlegen. Über solche Aspekte reden wir nachher nochmal kurz. Das passiert also quasi so nebenbei, während ihr spielt, aber es gibt auch ein paar gezielte Möglichkeiten, Kohle zu bekommen. Zum einen gibt es so, ich glaube, zufällig auftauchende, so blaue Missionen von
der Polizei, die ihr als Söldner annehmen könnt, wo ihr oftmals eine kleine Gruppe Gangster ausschalten müsst und dann am Ende wirklich reichlich belohnt werdet, nicht nur mit den Items, sondern eben auch mit einer direkten Überweisung. Einfach durch die Stadt fahren und ein paar davon machen, ganz schnell habt ihr zehntausende Eddies. Im technische Fähigkeiten-Skilltree gibt es auch ein paar Möglichkeiten, mehr Materialien zu kriegen, wenn ihr Gegenstände zerlegt. Die könnt ihr dann zum Beispiel verkaufen oder eben neue Waffen daraus schmieden und eventuell sogar, wenn ihr noch mehr in diesen Technik-Skilltree investieren wollt, teurer verkaufen als sowieso schon. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, um Geld zu machen. Hier kann man übrigens auch die Möglichkeit freischalten, legendäre Gegenstände zu craften. Das erfordert allerdings ein großes Investment. Da müsst ihr vorher überlegen, ob es euch das wert ist. Es gibt auch ein paar andere Skilltrees, in denen man Möglichkeiten freischalten kann, mehr Geld zu bekommen. Da kommen wir nachher nochmal zu. Nummer 3, Upgrades und Cyberware. Ja, jetzt habt ihr die ganze Kohle. Und worin investiert ihr sie am besten? Ich würde euch nicht empfehlen, irgendwie Autos oder Waffen oder sowas zu kaufen. Waffen droppen dauernd von Gegnern, da kriegt ihr eigentlich ständig irgendwas. Würde ich eher in die Upgrades der Waffen reinstecken und auch eigentlich eher die Waffen, die man bekommt, zum Großteil zerlegen, damit man eben genügend von diesen Materialien hat. Die kann man aber auch bei Waffenhändlern oder allen möglichen Händlern eigentlich kaufen, um seine Waffen zu verbessern. Man kann aber seltenere Waffen, also blau und lila und so weiter, und eure Klamotten und Cyberware mit Mods verbessern. Das ist teilweise super mächtig. Zum Beispiel bei den Ripper Dogs gibt es Upgrades für eure Cyberware. Da müsst ihr, wenn ihr im Menü vom Ripper Dog seid, oben den Reiter wechseln. Da hat auch jeder ein eigenes Inventar. Zum Beispiel Victor Vector, der erste, den ihr trefft, der hat einen Mod, der euch einfach flach 50% mehr Kopfschussschaden gibt. Das ist enorm, den könnt ihr in eure Augenimplantate installieren, aber verschiedene Implantate haben Upgrades, zum Beispiel auch Mantisklingen oder Gorilla-Arme kann man Upgrades rein installieren, da gibt es eine ganze Menge und überhaupt gibt es eine ganze Menge dieser Ripper-Dogs, die auch unterschiedliche Implantate verkaufen, unterschiedliche Spezialisierungen haben, die werden ziemlich teuer und verlangen eben auch einen gewissen Rang an Street-Cred. Es lohnt sich bei einem Ripper-Dog, wenn ihr in der Nähe seid und ihn noch nicht kennt, einfach mal vorbeizugucken, was er im Inventar hat. Es ist eine der besten Möglichkeiten, euer Geld auszugeben, euch ein paar coole Implantate zu kaufen, die zum Beispiel, wenn euer Leben unter 15% fällt, euch wieder einen Schub geben. Es gibt Doppelsprung und sowas. Von den meisten gibt es sogar auch verschiedene Seltenheitsstufen, die unterschiedlich stark sind, ähnlich wie bei den Waffen, grün, blau, lila und so weiter. Da könnt ihr in Richtung des Builds, was ihr euch sowieso bauen wollt, richtig investieren. Bei Victor und anderen gibt es auch ein Upgrade für euer Skelett, was euch mehr tragen lässt. Auch das gibt es später in blau und lila, wo ihr dann noch mehr tragen könnt. Eine der wichtigsten Sachen im Spiel, finde ich. Schaut also da mal rein. Bei den Waffenhändlern gibt es logischerweise Mods für die Waffen und bei den Händlern für Klamotten gibt es auch Mods für eure Ausrüstung. Das ganze Zeug könnt ihr natürlich auch während Missionen finden, aber nicht vergessen, das auch in die Waffen und Rüstung und so weiter reinzupacken. Gerade in der Cyberware eben macht es einen großen Unterschied. Hier gibt es auch keinen richtig oder falsch, denn euer Charakter ist natürlich wahrscheinlich anders als mein Charakter, aber es ist eigentlich für jedes Bild nützlich und das habe ich viel zu lange ignoriert, wie mächtig diese Mods sein können, also macht nicht denselben Fehler. Nummer 4, Hack the Planet. Auch wenn ihr eigentlich kein Hacking-Bild spielen wollt, Hacking ist unglaublich nützlich. Zum einen habe ich ja vorhin schon erklärt, je mehr Aktionen ihr im Kampf benutzt, desto mehr flache Erfahrungspunkte bekommt ihr, um euer grundsätzliches Level zu steigern. Das heißt, wenn ihr alles vorher mal inspiziert und hackt, überall mal rein breacht sozusagen und im Kampf den Gegnern auch mal so ein paar Quick-Hacks draufschickt, auch wenn ihr da nicht so rein investiert seid, gibt es einfach super viel Erfahrung zusätzlich. Aber es ist auch so einfach ein unglaublich nützlicher Skill. Wer hätte das gedacht in dieser hochtechnologisierten Welt? Ihr könnt zum Beispiel investieren in verbessertes Data Mining und bekommt dann 100% mehr Euro-Dollars aus diesen Verbindungspunkten. Darunter ist auch direkt ein Skill, wenn ihr da rein investiert, kriegt ihr die auch noch einfacher angezeigt. Das sind dann schnell mal Tausende während so einer Mission. Die Knotenpunkte gibt es quasi überall, also auch das super nützlich. Aber das Wichtigste, finde ich, am Hacking Tree ist ein Skill, der auch relativ früh freigeschaltet ist, ohne dass ihr viel Attributspunkte investiert, nämlich großer Schlaf. Wenn ihr 2 Punkte rein investiert, könnt ihr die Kameras im Netzwerk hacken und für 6 Minuten lang deaktivieren. Selbst wenn ihr nicht schleichen wollt, ist das super nützlich, denn einer der nervigsten Gegnertypen sind gegnerische Netrunner.
Selbst wenn die euch nicht sehen, also ihr nur auf den Kameras drauf seid, können die euch hacken und ständig anzünden oder euch verlangsamen. Das ist ziemlich uncool. Mit diesem Skill könnt ihr die aber stark entschärfen. Übrigens, wenn ihr in Hacking investiert und auch wenn nicht, ist es sehr sinnvoll, sich relativ früh einen besseren Prozessor zu kaufen, der euch einfach mehr RAM gibt. Dann könnt ihr mehr Quick Hacks machen, könnt mehr solcher Aktionen machen. Die bekommt ihr bei euren Ripper Dogs, zum Beispiel bei Victor. Auch mal kurz zum Hacking Minigame. Das ist vielleicht für einige nicht ganz so verständlich. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Zum Beispiel, wenn ihr einen Knoten hackt oder ein Breach-Protokoll macht, um einfach allgemein das Investment runterzusetzen, was ihr quasi braucht, um etwas zu hacken. Übrigens, Breach-Protokoll ist auch das, was ihr auf Kameras oder auf Gegner anwenden müsst, um den großen Schlaf einzusetzen, also die Kameras zu deaktivieren. Es zeigt euch so ein Grid aus verschiedenen Zeichen und es wechselt immer zwischen horizontal und vertikal. Ist ja relativ selbsterklärend. Meistens habt ihr mehrere Optionen und müsst dann eben die entsprechenden Zeichen auswählen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwo diese Knotenpunkte hackt, da ist das untere dann meistens das mit der meisten Kohle. Das wollt ihr dann als erstes haben. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Manchmal hat es geklappt. Man kann offensichtlich, wenn man mal die Zeile oder Spalte wechseln möchte, dasselbe Symbol, auch wenn man es vorher schon hatte und es nicht unbedingt das nächste Symbol wäre, was man braucht, nochmal nehmen, um eine andere Spalte zu kriegen, ohne dass so ein Teil direkt fehlschlägt, so als Tipp am Rande. Das hat bei mir zumindest ab und zu mal geklappt. Alles in allem habe ich da auch, ehrlich gesagt, nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe immer dann das genommen, was mir am meisten Geld gibt, was mir zusätzliche Komponenten gibt oder zum Beispiel den großen Schlaf freischaltet und das dann priorisiert. Und Nummer 5, Nebenmissionen sind das eigentliche Herz des Spiels. Die Hauptstory ist cool, bombastisch inszeniert, hat tolle Momente, aber ohne Zweifel sind in den Nebenquests einige der besten Charaktere, einige der besten Storys versteckt und ohne zu viel zu verraten, können Nebenquests eben auch die Hauptstory beeinflussen und da neue Möglichkeiten freischalten, eure Beziehung zu verschiedenen Charakteren vertiefen und so weiter. Rennt also nicht durch, auch wenn es manchmal irgendwie ein bisschen dringend oder eilig wirkt, sondern nehmt euch einfach die Zeit, Night City zu erkunden. Es gibt Nebenquests in verschiedenen Abstufungen, von diesen Polizeiquests habe ich eben erzählt, es gibt auch so zufällige Raubüberfälle oder Sachen, die einfach passieren, wo ihr dann dran teilnehmen könnt. Ihr könnt aber auch einfach auf die Dächer klettern, in die Gassen gehen und dort kleine Storys finden, zum Beispiel einen Polizist unter Müllsäcken oder auch Gegenstände. Manche dieser ikonischen Waffen, also super seltenen Waffen, die liegen auch einfach irgendwo rum. Die könnt ihr dann dort finden. Also Erkundung wird auf jeden Fall belohnt. Bleibt mal ein bisschen stehen, schnüffelt die Blumen, nehmt die Atmosphäre mit. Das ist eigentlich das, was das Spiel am stärksten macht. Und ja, das waren auch schon so meine 5 ersten Tipps zu Cyberpunk 2077. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch das Video gefallen hat, wie ihr euren Wii spielt. Aber das war's erstmal wieder von mir. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!